Mein Name ist Antje Kergel. Ich wurde in Lauchhammer geboren, bin in Schwarzheide zur Schule gegangen und aufgewachsen und habe in Senftenberg studiert. Ich bin der Steffen. Mein Heimatort ist Großkoschen. Ich bin 1978 hier geboren, in Altdöbern. Bin dann 10 Jahre zur Schule gegangen in Senftenberg. Anschließend bin ich dann ans Oberstufenzentrum nach Lübbenau und habe dort eine Ausbildung in der Fachrichtung Bautechnik zum Bautechniker erlernt. Bin anschließend nahtlos 2000 dann zur Bundeswehr übergegangen. Mein Mann war halt in Hamburg stationiert bei der Bundeswehr. Und der ist jedes Wochenende gefahren, um mich zu sehen. Und wollte das natürlich nicht mehr machen und hat mich dann gebeten, ja, zu ihm zu kommen. Und habe dort meinen Master gemacht. Ja, und habe dann im Anschluss 2007 gleich eine Anstellung gefunden in einem großen Pharmaunternehmen. So ist es entstanden, dass man aus der Heimat wegziehen musste. Sonst hätte ich mich, glaube ich, nicht dafür entschlossen. Ich würde sagen, der Hamburger ist ein kühler Mensch. Man muss sehr, sehr kämpfen, um ihn zu gewinnen für sich. Es hat lange gedauert. In der Anfangszeit hatten wir ja noch keine Kinder. Da war es sehr, sehr schwierig. Über die Kinder hat man dann ja andere Eltern kennengelernt. Und jeder, der uns kennt, den man fragt, würde immer sagen, dass wir eigentlich immer darüber gesprochen haben, irgendwann wieder zurückzugehen. Und dann kamen die Kinder. Das Management verlagerte sich etwas. Das heißt, man musste ja für 4 Personen jetzt alles regeln. Ja, und dann kam eben auch genau 2015, glaube ich, ging es dem Vater meines Mannes sehr schlecht. Und da habe ich mir gesagt, ich möchte da gewesen sein, da es ja Fachkräftemangel gibt in Deutschland. Ich sag mal auch, was die Bauwirtschaft angeht, hatte ich natürlich gute Chancen und habe mich natürlich auf alle Ingenieursstellen oder bautechnischen Stellen beworben, die es so gibt. Insgesamt habe ich, glaube ich, 5 Bewerbungen geschrieben und habe auch gleich 5 Zusagen bekommen und konnte mir natürlich dann einen heimatnahen Beruf oder eine heimatnahe Arbeitsstätte raussuchen. Wenn die Kinder irgendwann kommen, dann orientiert sich der Mensch wieder an seine Heimat. Spätestens da, glaube ich, orientiert er sich wieder an seine Heimat. Und es ist generell, glaube ich, ganz gut, wenn man mal irgendwo anders war. Man bringt Erfahrung mit. Man kann das ja hier auch weitergeben. Und ja, wir würden es immer wieder so beschließen. Und wir würden es immer wieder so machen, auch mit den, ja, sage ich mal, in Anführungsstrichen, kleinen Mängeln. Ja, es ist die Heimat und man fühlt sich hier wohl, man fühlt sich willkommen. Ich stehe gerne auf, gehe spät ins Bett und genieße die Natur hier. Aber wir haben jetzt einfach, kann man schon so sagen, trotz weniger Gehalt ein schöneres Leben, eine schönere Freizeit. Wir sind glücklicher hier. Wir empfehlen jedem am 27. und 28. Dezember die Rückkehrertage in Schwarzheide und Finsterwalde zu besuchen.